Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein Haul. Xenias Video erster. Hallo! Hallo und willkommen zu einem neuen Food Haul von mir. Boah, ich sehe ein bisschen aus, aber nicht so wichtig. Es geht heute um das, was wir eingekauft haben. Denn wir waren bei Kaufland einkaufen und haben 110 Euro ausgegeben. Jo, genau, 110 Euro. Ich hatte noch so einen Pfandbon von 14,50 Euro. Den habe ich dann mit abgegeben. Ja, ich zeige einfach mal das, was wir so für die Woche eingekauft haben. Und zwar Toast. Und das zweimal. Einfach das normale Sandwich Toast. Das ist auch schön weich. Dann hat sich mein Mann Philadelphia Jalapeno mitgenommen. Er mag ja gerne scharf, ich nicht so. Dann haben wir uns Reiswaffe mit so einer Joghurt, so einem Joghurtüberzug geholt. Also auch ganz lecker, aber hat dann natürlich viel mehr Kalorien als normale Reiswaffe. Champignons, Speck-Salat für Salate, zwei Gurken, die gab es im Angebot für 69 Cent und Tomaten. Bei Kaufland muss man alles abwiegen, das finde ich zum Beispiel blöd, weil ich das auch zum Teil immer vergesse. Da muss man es ja in Tüten verpacken, abwiegen, das ist voll blöd eigentlich, das System. So, dann Eier, und zwar so Ostereier, bunte. Die nimmt mein Mann sich immer mit zur Arbeit, weil die schon gleich gekocht sind. Dann zweimal Exquisa-Käse habe ich mitgenommen für unten drunter. Also ich benutze eigentlich keine Butter oder Margarine mehr. Meistens esse ich so direkt oder mache mir ja, Soßen oder so drauf oder halt Exquisa. Der hat richtig gute Werte, nur 60 Kalorien auf 100. Und deswegen kann man den richtig gut auch zum Kochen benutzen, wenn man so zum Beispiel cremige Soßen haben will. So, dann haben wir Mastermal Light mitgenommen. Petersilie für den Salat. Meine frische Petersilie. Zweimal Hähnchenbrustaufschnitt. Zwei Aubergine, Bärchenleberwurst, die ist natürlich aus Bären, nein, genau, das ist Schwein, ne? Nee, gar nicht, Putenfleisch und Schweinefleisch, aha, wusste ich nicht, ich dachte, das wäre nur Schwein. Dann habe ich für mich so ein Geschenkset mitgenommen mit so einem Parfüm und neben Deo und dem Parfüm, also halt so ein, das hat nur 6 Euro oder so gekostet. Aber ich habe das immer so. Ich habe ein ganz teures Parfüm. Das benutze ich zu besonderen Anlässen. Und dann habe ich so ein alltägliches Parfüm, was ich mir mehrmals oder halt nach Bedarf immer drauf mache für den Alltag. Ich weiß nicht, weil das teure Parfüm halt so teuer ist, will ich das immer aufheben. Das ist halt blöd, ne? Ja, deswegen für so zwischendurch hole ich mir einfach das hier. Weil ich finde, das riecht gut. Aber das hält halt nicht so lange. Keine Ahnung, wie das jetzt riecht. Ich probiere da immer alles durch für den Preis. So, dann zwei Zucchini. Bärchen Salami. Dann Heringssalat. Den haben wir auch schon mehrmals mitgenommen. Wackelpudding. Oder Götterspeise. Ja. Ein Becher hat übrigens 97 Kalorien. Dann Kochschinken in dünn und zweimal Putenbrustaufschnitt. Dann ein Kilo Möhren zum Kochen. Also lecker ist auch so Möhren und Kartoffelstampf in einem. Das ist ganz lecker. Oder ich packe die überall mit rein und brate die gerne mit Knoblauch an. Das ist ja auch lecker. Dann wieder noch. Dann noch mal ein Paket Käse-Light. So. Und ein Netz Zwiebeln. So.
und damit das gleich weg kann, einmal dieses Oppo, heißt das Oppo? Ja, Oppo, keine Ahnung, in Vanille und Sorted Karamell. Und das hat hier zum Beispiel nur 74 Kalorien auf 100 Milliliter und das hat nur, das hat auch 72 Kalorien auf 100 Milliliter. Weil hier steht 120 Kalorien bei 100 Gramm und bei 100 Milliliter sind es 72 Kalorien. Ja. Genau, einmal Vanille und Sorted Karamell. Das finde ich sehr lecker. Vanille habe ich noch nicht probiert, aber das hier. Und dann nochmal so ein Kindereis und ein Papagei. Halt einfach so Wassereisstäbchen. So, dann haben wir Spitzpaprika mitgenommen. Bananen. Dann gab es wieder den Danone-Joghurt. Diesmal habe ich zwei Pakete von dieser Mortadella mitgenommen. Welche Mortadella? Da bin ich ziemlich schnell weg. Dann gab es nochmal von Fruchtbar Mango, Pfirsich, Banane, Joghurt. Oh, mit Joghurt habe ich gar nicht gelesen. Ja, Joghurt. Ist aber auch ab 5 Monate. So. Da. Das hat sich Leo ausgesucht. Das ist Wackelpudding in einem Quetschchen. Habt ihr das schon mal gesehen? Seht ihr das? Hm, naja. Und dann nochmal Geflügelwürstchen. Dann gab es Paula Grießpudding. Nochmal Wackelpudding in Sunny Iceland. Also ich schätze mal sowas Orangemäßiges. Dann ein Paket Äpfel. Dann hat sich mein Mann von Exquisa diese Fitline Proteinjoghurts ausgesucht. Dann einmal in Erdbeere, in Vanille. Die haben auf 100 Gramm 68 Kalorien und davon 10,3 Gramm Eiweiß. Das ist gut. Und dann nochmal Vanille. Und ich habe mir mal wieder, das ist meine liebe Alpro, das hat zwar nicht so viel Eiweiß wie die, aber auf 100 Gramm hat der zum Beispiel 61 Kalorien, der mit Frucht, und der Natur ohne Zucker hat zum Beispiel nur 43 auf 100, das ist sehr wenig. Ja, damit habe ich halt auch sehr gut abgenommen, ne? Weil wenn man überlegt, das ist so, wie viel ist denn da drin? 5,5 Kilo Essen. Das macht satt, ne? Wenn man sich da auch noch was, weiß ich, Haferflocken, Rosinen, Blaubeeren, Erdbeeren mit untermische, hat man richtig viel Essen. Natürlich ist nochmal hier mehr Eiweiß drin. Eiweiß hält ja auch lange satt. Genau, aber... Ich habe mir mal wieder Alpro geholt. Dann Frucht, Quetschis, Fruchtmus. Dann, wir haben uns mal gegönnt. Und zwar, das sind zwei Stückchen Tiramisu. Das sind 100 Gramm, genau. Und 100 Gramm haben irgendwie 230 Kalorien. Das ist okay, sage ich mal. Dann gab es noch eine Dose Erbsen und Möhren. Superman Choco Crispy Kugeln. Dann ein Paket Center Shock. Das ist voll cool. Nasenspiel. Mal probieren. Ja, ich bin mit denen aufgewachsen, mit den Center Shocks. Die haben uns immer einen Kiosk geholt damals. So, dann von Alpro nochmal Natur und Hafer, der hat zum Beispiel auf 100 nur 55 Kalorien, das ist wenig. Ist auch einer meiner Lieblingssorten. Aber mir schmeckt irgendwie jeder Alpro. Meine Alpro-Liebe. Nein, ich bin wirklich von den Produkten begeistert. Und wer mich frei leben will, ist das eine sehr, sehr gute Alternative. Und die haben wirklich viel Auswahl. So, dann gab es nochmal Bärchenwurst. Hähnchenbrust, Hähnchen-Minuten-Steaks,
Tomaten, gehackt in der Dose für Soßen. Zweimal extra Kaugummis fürs Auto. Einmal im Blaubeergeschmack und einmal in Erdbeer ist das, genau. So, ein Deo von Nivea. Nochmal so ein Fruchtriegel Himbeer-Apfel. Und einer von Hip Apfel-Banane-Hafer. Dann nochmal Spiegel, ein Deo für Männer und nochmal eine Dose gehackter Tomaten. Und nochmal Hähnchenbrustfilet. Und das war's auch schon. Also das haben wir eingekauft, das reicht jetzt gut für eine Woche. Manche Sachen gehen natürlich schneller leer, andere, also sowas wie Gemüse, das kann man schlecht auf Vorrat holen. Das reicht dann aber trotzdem für 3-4 Tage auf jeden Fall. Und ja, Obst und Gemüse, ne, das wird schnell schlecht. Aber viele Sachen, so wie Fleisch, kann man einfrieren. Das Toast, das müsste auch so für 5 Tage reichen. Und ja, so Joghurt und so, naja, das ist halt für die Woche, ne? Ja, ich weiß gar nicht gleich, wie spät ist es denn? 7:30 schon. Na gut, die Kinder schlafen schon, die sind im Auto eingeschlafen, die Kleine. Muss ich immer noch mal wecken zum Wickeln. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Foodtour ist jetzt vorbei. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben und lasst mir einen Kommentar da. Ich würde mich über eure Meinung freuen und antworte auch gern. Dann sehen wir uns hoffentlich bald, ganz bald wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.